Hallo und herzlich willkommen zum Let's Play Beholder. Ich bin die Stefka und ich habe mich für dieses Spiel entschieden, da es ein 2D-Adventure-Spiel ist mit Strategieelementen, so wie ich das jetzt herausgefunden habe. Und man spielt einen Vermieter, der seine Mieter, ich würde sagen, bespitzelt ist das richtige Wort, um Informationen über diese Mieter, über diese Menschen herauszufinden. Und die dann an die Regierung weiterzuleiten, wobei man hier die Entscheidung treffen kann, ob man das wirklich tun möchte oder nicht. Und das ist genau der Grund, warum ich dieses Spiel spielen möchte, da ich ich liebe solche Spiele einfach, genauso wie schon in The Walking Dead oder Life is Strange, was ich noch nicht aufgenommen habe, weil das wäre, glaube ich, zu viel. Ich habe das Spiel einfach schon zu oft durchgespielt. Das würde mir einfach jetzt zu diesem Zeitpunkt keinen Spaß machen. Deswegen habe ich mich für Beholder entschieden. Ich habe das Spiel auch schon angefangen, da mein Aufnahmeprogramm in diesem Spiel gerne abstürzt. Ich habe absolut keine Ahnung, warum. Wir fangen allerdings natürlich von neu an. Wir haben einmal die Regierungselite oder im Training bezüglich des Schwierigkeitsgrades. Erlebe die Originalatmosphäre des Spiels mit schwierigeren Entscheidungen und Herausforderungen. Im Training, Auftauphase im Start. Reduziert die Kosten und erhöht das Einkommen. Ich habe mich auch schon vorher für die Regierungselite entschieden und würde sagen, die nehmen wir mal auch. Genau, jetzt haben wir hier einen Brief. Den lese ich jetzt nicht vor, der wird nämlich im Spiel nochmal vorgelesen. Es wird doppelt gemoppelt. Das weiß ich jetzt aber auch nur, weil ich das Spiel schon mal angefangen habe. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß. Sehr geehrter Herr Stein, mit Freuden teilen wir Ihnen mit, dass Sie zum Hauswirt eines Klasse D-Apartmentkomplexes in der Kruschwitzer Straße 6 ernannt wurden. Sie müssen sich sofort dorthin begeben und mit der Arbeit beginnen. Wir haben Ihnen und Ihrer Familie ein Apartment im ersten Stock zugeteilt. Das experimentelle Mittel, das wir Ihnen während Ihrer medizinischen Untersuchung injiziert haben, unterdrückt das Schlafbedürfnis. Somit können Sie mehr Zeit damit verbringen, Ihrem Vaterland zu dienen. Ich glaube, da hat einer seinen Job nicht richtig erledigt. Wir freuen uns, Sie in den Reihen der Elite des Staatsapparates begrüßen zu dürfen. Ministerium für Zuweisung. Ja, hallo, da war der Bruno. Mit dem hatte ich ja schon gesprochen. Unser neuer Chef. Da ist er auch schon. Das ist Ihr Boss. Klicken Sie auf ihn, um mit ihm ein Gespräch zu beginnen. Wenn ein Ausrufezeichen bei einem NSC erscheint, hat er oder sie eine Aufgabe für Sie. Okay, das sind wir. Das ist Bruno. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Bruno. Hemp finde ich ein bisschen langweilig. Das ist Bruno. Das ist die Anna, soweit ich mich erinnern kann. Anna? Hallo, Anna? 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 Ja, da. Anna Stein, die Martha und der Patrick. An Patrick kann ich mich schnell gewöhnen, denn mein Bruder heißt auch Patrick. Mit denen können wir auch gleich reden. Das werde ich bestimmt auch nochmal machen. Sprechen wir jetzt aber erstmal mit Bruno. Oh, das ist mir nicht das. Sie müssen Karl sein. Einen schönen Nachmittag wünsche ich. Im Namen des Ministeriums für Ordnung möchte ich Sie in Ihrer neuen Position willkommen heißen. Was geht hier vor? Wir vertreiben Ungeziefer aus dem Haus. Das geht sie nichts an. Na, und ob mich das was angeht? Ich meine, da wurde jetzt anscheinend jemand geschlagen.
Wir lehnen ab und wollen wissen, was da passiert ist. Ich kann meine Augen nicht vor einer Person verschließen, die aus seinem Apartment oder aus einem Apartment entfernt wird, in dem wir mit Handschellen gefesselt leben wollten. Gut, Ihre Aufgabe ist es, die Augen offen und die Ohren gespitzt zu halten. Ihr Vorgänger kam mit den einfachsten Aufgaben nicht zurecht. Alle Taten Ihrer Mieter unterliegen Ihrer Verantwortung. Und mit alle meinen Sie was genau? Mit alle meine ich auch wirklich alle. Alle. Sie folgen Ihnen auf Schritt und Tritt und dokumentieren jegliche verdächtige Aktivitäten. Natürlich nur, wenn Sie sich einen Ruf als guter Staatsdiener verdienen möchten. Wenn Sie ein perfekter Beholder sein möchten, dann dokumentieren Sie Hobbys, Interessen und sogar Konversationen. Wie soll ich das denn machen? Beobachten, aufzeichnen natürlich. Überwachungskameras helfen dabei. Wir fangen ganz von vorne an. Haben Sie bereits zuvor einen Apartmentkomplex verwaltet, Karl? Benötigen Sie meine Hilfe? Ja, wir benötigen die Hilfe, da ich absolut noch keine Ahnung habe, wie man das Spiel genau spielt. Um Hilfe bitten. Ich benötige Hilfe. Ich werde Ihnen helfen, aber seien Sie wachsam und lassen Sie sich nichts entgehen. Hier ist Ihr Dienstbuch. Es befindet sich auf der rechten Seite des Bildschirms. Hier haben wir das. Blättern Sie durch die Reiter und werfen Sie einen Blick hinein. Danach setzen wir unser Gespräch fort. Okay, ich gehe das einmal ganz schnell durch. Hier haben wir die Aufgaben, wie zum Beispiel jetzt mit dem Vorgesetzten reden. Als zweiten Reiter haben wir die Mieterakten. Da haben wir Apartment 1, 2, 3 und 4, 5, 6 können noch ausgebaut werden. Hier im Keller, warum auch immer im Keller, wohnen wir, unsere Familie. Apartment 1 wohnt, glaube ich, genau die Frau des ehemaligen Vermieters, da Klaus Schimmer. Apartment 2, Jakob, der ein schlüpfriger Typ ist. Keine Ahnung, was mit schlüpfrig gemeint wird. Und ich glaube, er hier war arbeitslos. Angestellt. Nein, ne. Ach, dabei. Ach, der. Nee, Moment, wer war denn hier nochmal arbeitslos? Ich könnte schwören, irgendwann. Hier. Ach, Jakob ist arbeitslos, genau. Und ein respektierter Angestellter des Archivs ist Mark Ranek mit seiner Frau. Ist das seine Frau? Ja, würde vom Alter auf jeden Fall passen. Ist eine süße alte Dame. Die hat es bestimmt faustdick hinter den Ohren. Hier haben wir die Staatsanordnung. Staatsanordnungen sind verpflichtend. Entschuldigung. 1. September 1984. Es verstößt gegen das Gesetz, Kriminellen Unterschlupf zu gewähren oder ihre Taten zu vertuschen. Eieieiei. Also wenn das da schon steht, werden wir bestimmt irgendwann mit Kriminellen zu tun haben. Ach, ein Verbrecher wurde entdeckt. Vertuschung von Verbrechen, okay. Da weiß ich noch nicht genau, was das so bedeuten hat mit den Symbolen. Werden wir bestimmt irgendwann erfahren. Antworten auf Anfragen und Nachrichten. Jetzt steht natürlich noch nichts hier drin. Hier haben wir wahrscheinlich unser Geld. Und was haben wir hier? Ach, das wird bestimmt gleich nochmal erklärt. Reden wir mal weiter mit ihm. Kommen wir zurück auf die Überwachung. Installieren Sie Überwachungskameras in Ihrem Haus, um sich die Arbeit zu erleichtern. Laut unserer Dokumente hat Ihr Vorgänger 2 Exemplare erhalten. Sie finden sie in Ihrem Büro, welches sich rechts neben diesem Zimmer befindet. Und hier haben wir die nächste Aufgabe bekommen. Schreibtisch durchsuchen und Kameras im Büro gefunden, haben wir noch keine. Oh, ist ein Zugang? Ah, okay, da steht nochmal, was wir für eine Aufgabe haben. Sie können Möbel untersuchen, klicken Sie auf den Schreibtisch und anschließend auf die Lupe. Das machen wir mal geschwind. Oh, das ist so süß, wie der jetzt hier wieder kommt. Oh mein Gott. Ist schon eine Schnecke, oder? Klicken Sie auf den Gegenstand, um eine Beschreibung darüber zu lesen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Nehmen, um den Gegenstand in Ihrem Inventar zu verstauen. Das machen wir doch. Mittelgroßer Sichtbereich übrigens, steht hier unten. So, nehmen wir mit. Aufgabe abgeschlossen. Was bedeutet denn mit Zugang? Was ist damit gemeint? Ah, okay, das ist einfach nochmal alles klar, was wir jetzt hier tun sollen. Oh, wie der geht. Das ist ja so knuffig. So süß. Reden wir nochmal mit dem Bruno.
Super, Sie haben die Kameras gefunden. Installieren Sie sie im Speisesaal. Folgen Sie mir. Das machen wir doch. Da ist der Speisesaal. Hier sind wir. Hier ist unsere Familie. Okay. Ah, und hier sehen wir die Belohnung, was wir bekommen werden. Was ist das denn? Das weiß ich nicht. Würde mich mal interessieren. Können wir mit den beiden, mit den drei hier reden? Fangen wir mal mit der Martha an. Spielst du mit mir? Nicht jetzt, Martha. Magst du unser neues Zuhause? Ich mag ihn sehr. Er ist groß. Und du? Ich mag ihn auch. Wir haben drei Zimmer. Wir hatten mal nur eins. Außerdem haben wir einen Fernseher. Werden Sie uns den Fernseher wegnehmen, Papa? Nein, Süße. Niemand wird ihn wegnehmen. Patrick sagt, Sie zeigen manchmal einen Trickfilm. Oh, süß. Dann wollen wir mit Patrick reden. Ja, Vater. Ich mag deinen neuen Job nicht, Vater. Dein Chef ist fies. Magst du gutes Essen und das Studieren an der Universität? Trägst du neue Kleidung? Dann unterstützt du uns vielleicht? Ich werde es nie nehmen. Ich versuche, einen eigenen Job zu finden. Ich studiere und arbeite gleichzeitig. Nicht schlecht. Wird auf jeden Fall stressig, kann ich dir sagen, Patrick. Das hoffe ich. Ich hasse die Minen, Vater. Ich würde eher sterben, als wie ein Sklave zu schuften. Über die Minen sprechen, machen wir das mal. Hast du deine Meinung darüber, Bergarbeiter zu werden, geändert? Okay, der Vater möchte anscheinend, dass unser Sohn, dass Patrick Bergarbeiter wird. Ich hasse die Minen, Vater. Ich würde eher sterben, als wie ein Sklave zu schuften. Nach Neuigkeiten fragen. Oh Gott. Okay, wir gehen das jetzt einfach mal alles durch. Ihr könnt ja ein bisschen vorspulen, wenn ihr keine Lust darauf habt. Aber ich möchte jetzt einfach so ein bisschen was über meine Familie erfahren und wie die drauf sind und was sie für Eigenschaften haben. Ich glaube, das wird irgendwann mal wichtig sein. Hoffentlich. Über das Studium an der Universität. Ich habe keinen einzigen Kurs versäumt. Um ehrlich zu sein, habe ich nicht gedacht, dass du den Platz an der Universität für mich sichern kannst. Sei ein fleißiger Student, Sohn. Dieser Platz kostet eine Menge. Ich werde dich nicht im Stich lassen, Vater. Ich schwöre dir, ich schwöre, ich würde flüchten, wenn man mich in eine Mine steckt. Ich hasse die Minen, Vater. Bleib ruhig. Ich habe dir 100-mal erklärt, dass Arbeiten in der Mine hart ist, aber noch respektiert wird. Ich versuche, im Haus zu helfen. Ich habe kürzlich mit Martha gespielt. Oh, das ist ja nett. Das ist ja nett, dass du mit deiner Schwester spielst. Reden wir nochmal geschwind mit der Anna. Was, Karl? Oh Gott, die Stimme. Ich versuche so ein bisschen nachzusprechen. Bei Patrick ist es ein bisschen schwer. Männerstimmen finde ich schwer, aber Mädchenstimmen, glaube ich, kriege ich schon hin. Über die Arbeit sprechen. Die Polizei hat direkt vor meiner Nase einen Mann in Handschellen abgeführt. Das hat mir Angst gemacht. Wer war das, Karl? Der vorherige Hausmeister. Hausmeister? Steht das wirklich da? Hausmeister, okay. Er war seinen Pflichten nicht gewachsen. Was ein Albtraum! Karl, könnte dir nicht dasselbe passieren? Keine Sorge, meine Liebe. Ich werde ein guter Hausmeister sein. Die Polizei hat direkt vor meiner Nase einen Mann in Handschellen abgeführt. Das hat mir... Okay, das hatten wir schon. Okay, Entschuldigung. Dann gehen wir zurück. Und ab in den Speisesaal. Gott, ist das hier dunkel. Warum ist das hier so dunkel? Okay. Klicken Sie auf Feuermelder. Klicken auf Feuermelder. Alles klar. Klicken Sie auf den Feuermelder und wählen Sie anschließend eine Kamera zur Installation. Klicken Sie auf den Papierkorb, um die Kamera zu entfernen. Okay. Einmal auf die Kamera. Wird gemacht. Und da installieren wir sie. So. Und das dauert auch alles seinen Moment. Was ja nicht dumm gemacht ist. Können wir hier noch durch? Oh, hier können wir auch nochmal Kameras installieren. Ah, krass. Man sieht wirklich dann nur diesen Raum. Was steht denn hier?
1. September 84, die Schaffung von politischer Propaganda ist verboten. Okay, alles klar. Können wir nochmal mit ihm reden? Installieren Sie eine Überwachungskamera. Das ist wichtig. Sie werden das immer wieder tun müssen, sonst werden Sie nie erfahren, womit sich Ihre Mieter beschäftigen. Das nehmen wir mal lieber nicht. So. Ich glaube, hier könnte es interessanter sein. Wenn da so zwei Frauen stehen und über irgendwas reden. Was war das denn? Okay, jetzt können wir wieder mit den Vorgesetzten sprechen. Sie machen das gut. Hier ist Ihre erste Belohnung. Geben Sie Ihr Geld für Dinge aus, die Sie brauchen. Diese finden Sie im Labor. Im Laden. Was? Laden? Laden soll das, glaube ich, heißen, oder? Ich hoffe schon. Rufpunkte. Ah, okay, das sind Rufpunkte. Geld und Rufpunkte. Okay, perfekt. Sie werden Ihre Überwachungskameras bekommen, sobald Sie Rufpunkte erhalten haben. Rufpunkte zeigen Ihren Ruf. Ach so, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Sie bekommen sie für die Erfüllung von Aufgaben. Sie können sie auch zu persönlichen Zwecken nutzen, um die Leute um sich dazu zu bringen, was sie möchten. Okay. Leider habe ich einige Sagen im Ministerium zu erledigen. Sagen? Sachen? Entschuldigung, Leute. Das ist manchmal... Ich glaube, sind damit Sachen gemeint. Leider habe ich einige Sachen im Ministerium zu erledigen. Auf jeden Fall können Sie mich zu jeder Zeit aus unserem Büro über Ihre Privatleitung anrufen und mich alles fragen. Übrigens, Karl, ich empfehle Ihnen stark, den Hörer abzunehmen. Oh Gott, soll das eine Drohung sein? Merken Sie sich, wir beide dienen zuvorerst unserem großartigen Volk. Und die Erfüllung von Richtlinien und Weisungen vom Ministerium ist für uns genauso wichtig wie Brot, Wasser und Luft. Jetzt zum Wichtigsten. Manche Miecher sind gefährdet. Ihr Vorgänger war seiner Aufgabe nicht gewachsen. Wir hoffen, dass sie es besser machen werden. Sagen Sie mir mal wie? Als erstes beobachten Sie die Mieter aufmerksam. Reichen Sie einen Bericht ein, sobald Sie Beweise gesammelt haben. Die Polizei übernimmt den Rest. Unter uns. Unser großartiger Staat kann allen sehr dankbar sein, die ihre Arbeit gut machen. Das Ministerium kann bei Fälschung und Erpressung ein Auge zudrücken, wenn sie ihr Ziel damit leichter erreichen. Okay, bei Fälschung und Erpressung, okay, alles klar. Wir lügen mal. Also ich glaube, es kommt drauf an, was passiert. Ah, es kommt wirklich auf die Situation an. Ich werde mein Bestes tun. Ich mag ihren Enthusiasmus. Nee, das heißt doch anders. Enthusiasmus, Entschuldigung, Leute. Ich mag ihren Enthusiasmus. Beeilen Sie sich aber nicht, unsere Abteilung anzurufen. Beeilen Sie sich aber nicht unsere... Achso, okay, wir sollen... Sie können immer Ihren weisen Tutor nach einem Rat fallen. Das soll wahrscheinlich heißen, so vorwiegend, scheuen Sie sich nicht, unsere Abteilung anzurufen. Eine letzte Anweisung. Der Schlüssel, den ich Ihnen gegeben habe, öffnet jede Tür im Gebäude. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Mieter Ihre Wohnung verlassen haben, bevor Sie betreten. Viele Bürger glauben immer noch, dass ihr Privatleben nur sie etwas angeht. Naja, eigentlich ist es ja auch so. So soll es sein. Oh, der Bruno. Los, ans Werk. Alles klar. Es gibt ein paar Rechtschreibfehler oder Grammatikfehler. Das ist echt ein bisschen schwierig zu lesen. Tut mir leid. Ich gebe mein Bestes. Hier ist die Martha. Oh, sie ist was. Können wir mit Martha sprechen? Spielst du mit mir? Nicht jetzt, Martha. Okay, das ist aber schade. Was haben wir hier? Ah, okay, hier haben wir
den Waschraum. Ich gehe jetzt einfach mal ein bisschen rum. Ah, hier haben wir eine Aufgabe. Mein Vorgesetzter hat gesagt, ich soll das Ministerium anrufen, um Anweisungen zu erhalten. Okay, das Ministerium anrufen. Machen wir doch. Oh, da lernt einer. Spielst du mit mir? Nicht jetzt, Martha. Habe ich das angeklickt? Tatsächlich, ich glaube, ich habe es angeklickt. Können wir nochmal mit unserem Sohn sprechen? Können, doch jetzt. Ja, Vater. Okay. Nee, wir haben schon mit denen gesprochen, denke ich mal. Dann gehen wir ans Telefon und nehmen unseren ersten Auftrag an. Ordnungsministerium, Ihr Anruf wird angenommen. Hallo Karl. Sie haben Ihre Hauptpflichten erfahren. Sind Sie bereit für eine Aufgabe? Yep. Überwachen Sie Apartment 2. Jakob Manischek wohnt dort. Sie können die Kameras im Staatsgeschäft kaufen. Betreten Sie Wohnungen von Mietern nur dann, wenn Sie nicht zu Hause sind. Und seien Sie vorsichtig. Verwenden Sie das Mausrad, um den Maßstab zu ändern. Okay. Ah, ah. Oh, das ist ja cool. Okay. Okay, okay. Ich muss noch ein bisschen warm werden mit dem Spiel. Ich habe es, wie gesagt, noch nie gespielt. Okay, hier haben wir die Aufgabe. Installieren Sie eine Kamera. Installieren Sie, meine ich. Eine Kamera in Apartment 2. Okay, es gibt eine neue Anordnung. Alle Äpfel müssen vernichtet werden. Es ist illegal, sie zu lagern oder zu konsumieren. What the fuck? Was? Warum? Okay. Alles klar. So, und ich soll irgendwas kaufen. Ich soll eine Kamera kaufen. Was ist das? Für Haushaltsgeräte. Wahrscheinlich, damit ich einbrechen kann oder so. Okay, eine Kamera kaufen. Machen wir mal. Gut, jetzt gehen wir hoch. Boah, ganz ehrlich, Leute. Wahrscheinlich, ich sag mal Leute, Entschuldigung. Wahrscheinlich wird es so sein, dass am Ende irgendein Familienmitglied von uns irgendeinen Mist baut. Apartment 3. Das muss doch hier sein. Komme ich denn da hin? Geht jetzt hier hoch? Ja, oh Gott, bist du schnell. Ach, wartet mal. Ach, Entschuldigung, hier ist... Ah, hier stehen die Zahlen. Okay. 1, 2, 3. Erstmal klopfen. Gucken, ob er da ist. Da ist jemand da. Sondern das ist so Apartment 3, ne? Ach Gott. Jo. Ach, ich bin so doof. Ich bin so doof. Okay, ich würde mal behaupten, das war der erste Fail. Kommt er runter? Okay, Apartment 2. Ah, okay, ich versuche mich jetzt zu konzentrieren. Sieht leer aus. Ah ja, natürlich, als Vermieter hat man ja natürlich die Schlüssel. Können wir die Tür zumachen? Ach so. Okay, die geht von alleine zu. Dann durchsuchen wir mal hier alles. Klicken Sie auf den Gegenstand, um eine Beschreibung darüber zu erlangen. Wahrscheinlich. Einige Gegenstände enthalten Infos über ihre Besitzer. Klicken Sie auf den hervorgehobenen Text, um Informationen zu sammeln. Diese werden dann in der Akte des Besitzers abgelegt. Für... Geht's hier noch weiter? Nee? Nein? Ach, und... Ah, und das Spiel läuft weiter. Okay. Stehen möchte ich es eigentlich nicht. Betreibt gerne Glücksspiel. Okay, das können wir... Ah, okay. Oh, cool. Oh mein Gott, geil. Alles klar. Dann haben wir das schon mal von ihm.
Oder über ihm. Was haben wir noch? Da gehen welche zur Schule. Hier haben wir nichts Interessantes. Hier vielleicht. Gott, ich habe ein bisschen Schiss, dass er ja nach Hause kommt, ne? Kaputte Flasche. Mit der richtigen Handhabung kann eine kaputte Flasche zu einer gefährlichen Waffe werden. What the fuck? Das ist aber ein bisschen sehr weit hergeholt. Oh, oh. Okay, okay. War das unser Sohn? Ich hoffe doch. Okay, hier haben wir nichts. Boah, ich würde mich das ja niemals trauen. Man weiß doch nicht... Der hat doch keine Ahnung, wann er wiederkommt. Hier ist auch nichts. Hier vielleicht? Okay, was ist das? Weiß man nicht, ne? Können wir hier rein? Nein. Okay, ich glaube... Ach, wir können nur da eine Kamera ansetzen. Dann machen wir das doch. Okay, jetzt raus hier. Hä, wie können wir denn raus? Ach so, einfach. Ja gut. Müssen wir noch abschließen? Nein? Ah, okay. Ja, cool. Rufen Sie das Ministerium an, um den Abschluss der Aufgabe mitzuteilen. Dann machen wir das doch. Kommt er jetzt? Das wäre natürlich jetzt sehr praktisch, wenn er kommt. Ach, da haben wir den. Doch, Moment. Jakob wohnt da. Jakob. Jakob, da kommt er. Können wir mit ihm sprechen? Was wollen Sie? Bekannt machen. Wer sind Sie? Darf ich mich vorstellen? Ich heiße Karl und ich bin der neue Hausmeister. Habe ich einen Wettbewerb mit dem Titel "Wen interessiert es, wer der neue Hausmeister ist" gewonnen? Ihre Geschäfte sind mir scheißegal. Okay. Warum spionieren Sie hier herum? Haben Sie nichts Besseres zu tun? Es ist meine Pflicht, mich um das Haus zu kümmern. Sehen Sie sich vor, Ihre Familie könnte etwas Schlimmes zustoßen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass er noch harmlos ist. Oh, was ist denn los? Nee, sie möchte nicht mit uns sprechen. Okay. So. Dann rufen wir mal beim Oh Gott, was war das denn? Warum klingelt das? Warum donkt das manchmal so? Referenz. Was möchten Sie wissen? Oh, okay. Nee, das nicht. Die Nummer wählen. Eine Aufgabe berichten, okay. Ministerium für Ordnung. Glückwunsch, Ihre erste Aufgabe war ein Erfolg. Ihre Belohnung? 500 Euro, ich sag's mal Euro, Dollar. Und plus 50 Rufpunkte. Laut unserer Quellen verstoß Jakob Manischek gegen Staatsanordnungen. Spionieren Sie ihm mit Hilfe der Überwachungskameras aus. Wenn eine Kamera eine illegale Handlung des Mieters feststellt, verändert das Aktionssymbol seine Farbe. Klicken Sie auf das Symbol, um die Beweise der Akte hinzuzufügen. Fügen Sie die gesammelten Beweise Ihrem Bericht hinzu. Okay. Das machen wir. Stellt Drogen her. Oh Gott. Ah, okay. Die Herstellung von Drogen ist verboten. Ja, das kann ich vorher verstehen. Oh mein... Das ist ja cool. Oh mein Gott. Boah, ich habe jetzt gerade richtig Lust auf dieses Spiel. Das ist ja cool. Klicken Sie auf den Schreibtisch und wählen Sie ein Symbol, um mit dem Schreiben anzufangen vielleicht. Erstmal durchsuchen. Was haben wir hier? Wir durchsuchen bei uns. Nichts Besonderes, okay. Dann fangen wir mit dem Schreiben an. Oh, wow. Wählen Sie ein Symbol und füllen Sie die Lücken aus. Verwenden Sie den Reiter, um Informationen über Staatsanordnungen zu ermitteln? Weiß ich nicht. Schade, ich weiß nicht, geht das hier irgendwie... Irgendwie fehlen da so ein paar Wörter, ne?
Wörter, meine ich. Verrückt. Okay, Herstellen von Drogen ist nicht erlaubt. So, und jetzt berichten wir über ihn. Oh mein Gott. Das ist ja... Wow. Okay, das ist ja cool. Apartment, ja, das gucken wir lieber nochmal nach. Das Singen vor dem Ministerium für Ordnung ist verboten? Meine Güte. So, Jakob. Du wohnst Apartment 2, genau. Verstoß gegen Anordnung 6040 von 2. September 84. Wow. Okay. Okay, cool. Ziehen Sie gesammelte Materialien hierher. Da muss ich wahrscheinlich erstmal wieder auf ihn drauf. Stellen Sie sicher, dass Sie jede Lücke richtig ausgefüllt haben und klicken Sie anschließend auf Senden. Vorsicht ist geboten. Für Fehler gibt es ein Bußgeld. Okay, okay. Ich glaube, ich habe aber alles richtig gemacht. Ja, ich habe alles richtig gemacht. Bericht über Mieter Jakob Manischek gesendet. Die Polizei geht zum Apartment, um es zu inspizieren. Sehe ich nichts? Ah, doch. Ah, oh Gott. Okay, okay. Oh, wow. Aber dafür direkt geschlagen zu werden? Kann ich hier hoch? Kann ich mit denen reden? Ich kann auch nicht rein. Kann ich mit ihm sprechen? Mit dem Staatsdiener? Kollege, ich möchte mit dir sprechen. Das geht nicht. Ach, da war, glaube ich... Doch, ich kann mit ihm sprechen. Okay, er mag uns nicht. Kann ich aber auch verstehen. Aber wir können nicht mit ihm sprechen. Na gut. Patrick, unser... Mein Gott, schlag ihn doch nicht so. Ist aber nicht nett. Neue Nachricht erhalten. Nach der Festnahme von Manischek muss ich das Apartment reparieren, um einen und einen neuen Mieter finden. Das ist meine neue Aufgabe. Gott, ist der Bus laut. Es ist illegal, Bücher von Paul Williams zu lesen oder zu besitzen. Gott, das kann ich mir im Leben nie alles merken. Da wird bestimmt so viel noch hinzukommen. Urteil, Zielperson festgenommen. Belohnung 250 Euro. Okay. Perfekt. Ja, wunderbar. Ich muss sagen, also, ich muss wirklich sagen, das Spiel ist klasse. Gefällt mir jetzt schon. Viel muss man sich wahrscheinlich merken, vor allem wegen den ganzen Verordnungen. Aber da mache ich wirklich gerne mit. Das war jetzt eine etwas längere, ein etwas längeres Let's Play. Ich werde wahrscheinlich so immer so 20 Minuten aufnehmen. Und jetzt wollte ich einfach eine komplette Handlung vollziehen und zum Ende bringen. Und ich bin so gespannt auf die nächsten Folgen. Ich bin wirklich gespannt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu chaotisch. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.